Hey ihr Lieben, willkommen zu einem kleinen, aber feinen Angespielt meinerseits. Und wir spielen Tunic. Das kleine Zelda-like, Souls-like, Xbox-Exclusive, ehemals Xbox-Exclusive, das jetzt seit dem 27. September frisch auf der PlayStation zu spielen ist. PlayStation 5. Müsste doch die PlayStation 5 sein. Bin ich mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Ja, und ich freue mich sehr darauf, mir das mal im Let's Play oder im Angespielt, besser gesagt, mit euch näher anzuschauen. Ich weiß so gut wie gar nichts über das Spiel, außer dass es recht knackig sein soll und dass es nicht so viel erklären soll. Es soll wohl auch keine Sprachausgabe geben. Und alles soll so ein bisschen Environmental Storytelling sein. Und es soll auch ein paar coole erzählerische Kniffe dabei geben. Das werden wir uns näher angucken. Ich würde sagen, wir müssen hier gar nicht viel machen an den Settings. Wir lassen die Combat Difficulty auch auf Normal. Reduced scheint wohl der leichtere Modus zu sein. Wir machen erstmal die Origin-Erfahrung, würde ich sagen. Und zwar auf normalen Schwierigkeitsgrad. Neues Spiel. Und es geht direkt los. Viel Spaß. Geht unerwartet flott heute rein. Ja, es soll wunderhübsch sein. So ein bisschen Origami-Grafikstil. Wie so eine kleine Spielwiese sieht es aus. Ja, und es ist wirklich so. Es sieht aus wie eine Spielzeuglandschaft. Es erinnert auf den ersten Blick auch sofort an Zelda Link's Awakening, das Remake auf der Switch. Ich glaube, Tunic ist auch das perfekte Switch-Spiel. Aber wir spielen es jetzt auf der PS5. Wir können rollen. Ich mache mal die Musik ein kleines bisschen leiser, auch wenn die echt geil ist gerade. Ne, das war die Gesamtlautstärke. So. Ja, man hört sie noch gut genug, ne? Wir haben eine Ausdauerleiste, die sich verringert, wenn wir rollen. Und die lädt sich auch nicht auf, wenn wir ohne Ausdauer spammen. Okay. Aber lädt sich dann doch relativ flott auf. Wir haben jetzt also keinen krassen Bewegungsmalus. So, zumindest nicht so lange. Ja. Spricht mich direkt an, der Grafikstil, muss ich sagen. Was kann man noch machen? Viereck? Keine Funktion. Kreis, keine Funktion. Dreieck, keine Funktion. Schulterknöpfe. Mit den rechten Schulterknöpfen passiert nichts. Mit L2 kann ich die Kamera ein bisschen neigen und mit L1 kann ich in so eine Art Inventar. Okay. Bisschen schade, dass er nicht springen kann. Die Kamera kann man nicht drehen, man kann aber mit R3 irgendwas machen. Ich nehme an, das ist ein Gegner-Lock-on. Okay. Ist doch schon alles geklärt. Wir können nur rollen. Ich verliebe mich gerade total in die Grafik. Geil. Find's geil. Man kann übrigens nur rollen, wenn man läuft. Wenn man stillsteht, kann man nicht rollen, in gar keine Richtung. Okay. Kann ich irgendwo runterstürzen? Das geht Gott sei Dank nicht. Finde ich gut. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man die Kamera nicht durch die Gegend drehen kann. Oder dass ich zumindest irgendwie so ein bisschen auf dem Bildausschnitt, den wir vor uns haben, die Kamera hin und her schieben kann. Das fände ich cool. Briefkasten. Ah, wir haben Interaktionsmöglichkeit. Und wir sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Okay. Okay, interessant. Ja, gehen wir hier erstmal rein. Wie gesagt, das Spiel erklärt nicht viel. Zumindest am Anfang noch nicht. Oh, Trophy a Stick freigeschaltet. Finde einen Stock. Oder einen Stock gefunden. Okay. L1. Immerhin erzählen sie uns, was wir jetzt machen müssen. Wir können den Stick auf die Tasten hier legen. Und haben ein erstes rudimentäres Schwert, mit dem wir direkt die Krüge hier zerschlagen können. Oh, ich lieb's direkt, gell? Ich lieb's ja wirklich direkt.
Das macht ja jetzt schon Bock. Aber knackig spielt sich das nicht. Es ist eher ein bisschen wischiwaschi. Ist vielleicht hart ausgedrückt. Es spielt sich ein bisschen schwammig. Weiß nicht genau, wie ich es besser erklären kann. Müssen wir mal abwarten, wie die Kämpfe dann laufen werden. Man kann im hohen Gras rumlaufen. Ach, hier hinten geht's weiter. Ah, ja. Ja, war jetzt gar nicht so offensichtlich, dass wir dahin können. Hier geht's nicht hoch. Tolle Lichtstimmung, tolle Schattenstimmung. Finde ich auch. Ja, da können wir vielleicht durch, wenn wir ein stärkeres Werkzeug haben. Eine Machete oder eine Axt oder sowas. Oder ein Schwert. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Da habe ich schon die ersten schleimigen Blobs gesehen. Mit L2 wird anvisiert. Mit dem rechten Stick wird durch die Gegner durchgeschaltet. Ja, soweit so Dark Souls, würde ich sagen. Und die haben direkt was gegen uns. Man kann relativ flotte Schlagkombos ausführen. Zack, 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 zack. Eine Zweier-Kombo. Ja. Gibt keine aufgeladenen Angriffe. Und da kommen wir nicht rüber. Die sehen aber auch garstig aus. Es ist wirklich ein cooler Origami-Grafikstil, ne? Heldengrab. Okay. Abgeschlossen. Auf dem Schild war, glaube ich, ein Schwert abgebildet. Wahrscheinlich brauchen wir das Schwert, bevor die Tür überhaupt aufgeht. Vielleicht ist das Schwert ein Schlüssel. Man weiß es nicht. Wir checken erstmal am besten jede Etage hier für sich genommen ab, bevor wir weitere Treppen erklimmen. Na gut, das hat sich direkt erledigt. Hier gibt es nichts weiter. Gehen wir erstmal hier hoch. Könnte man jetzt hier runterspringen, könnte man sich natürlich auch den Weg ein bisschen abkürzen und da unten auf die Brücke landen. Guck mal, da oben gibt es dicke, fette Gegner. Der blaue sieht garstig aus. Gucken, ob wir den irgendwie ein bisschen isoliert angreifen können. Oder halt doch erst die kleinen. Naja. Karate-Blob, hä? Huh? Oh, der war aber nicht so schwer. Okay, da ist noch einer. Mit einem No-Hit-Run, hä? Huh? Dö-dö-dö, statt grüne Schrift, die wir nicht lesen können. In die Richtung geht es auf jeden Fall zu einer Stadt. Das ist schon mal gut zu wissen. Mehr von diesen garstigen Viechern. Vor denen habe ich ein bisschen Respekt, wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Ein Speicherpunkt vielleicht? Ist jetzt Zeit vergangen? Ich glaube, das ist wirklich ein Speicherpunkt. Der wärmt sich ja auch die Hände da. Am Feuer. Diese Fuchsgestalt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art Leuchtfeuereffekt ist, wie bei Dark Souls. Das heißt, jetzt sind auch alle Gegner wieder da. Lass uns das mal kurz prüfen. Ja, Gegner sind wieder da. Okay. Wichtige Information. Wir müssen ja erstmal verstehen, wie diese Welt hier funktioniert. Ich finde es cool, wie er in Richtung von interessanten Dingen schaut, wenn man daran vorbeiläuft. Da ist ein Schlüssel. Ja. Yay. Ich finde es richtig putzig. Die Brücke können wir nur von der anderen Seite runterlassen. Ach, cool.
Ja, das ist doch eine hübsche Idee. Man kann mit dem Fernrohr quasi in die Ferne schauen und dann zoomt halt die Kamera möglichst weit raus, um ein gewisses Gebiet zu überblicken, sodass man das halt jetzt nicht optisch zu aufwendig machen muss. Haben sie gut gemacht, finde ich. Ist ja doch ein sehr minimalistisches Spiel. Da liegt auf jeden Fall was von Interesse auf dem goldenen Viereck, bewacht von grobschlächtigen Schergen mit Schwertern. Ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Ich werde es natürlich trotzdem tun und werde ihnen allen mit meinem Stock den Schädel einschlagen, aber es wird bestimmt kein leichter Kampf. Goldene Ruine. Geht die schon auf? Ja. Geht tatsächlich schon auf. Hä? Bin ich? Wo bin ich? Und wenn ja, wie viele? Guck mal, ich bin blau. Ein blauer Fuchs. Bestimmt eine Art Traumsequenz. Oder auch eine interdimensionale Erfahrung? Es sieht so gut aus. Interagieren ist nicht möglich. So schön. Ein Traum. Guck mal, da gibt es Objekte, die aussehen wie Stimmgabeln. Wow. All die Effekte sind schon mega cool. Die Lichteffekte. Bam! Ja, so funktioniert das. Diese Dinger sind Schlösser. Und man muss wahrscheinlich immer alle Schlösser aktivieren, bevor die gewählte Tür zu öffnen ist. Ach ja, okay. Ach ja, klar, wir laufen jetzt auf diesen Windstoß hier, ne? Kann ich dann vielleicht auch da runter? Guck mal. Das ist ja lustig. Aber da runter kann ich nicht. Ja, okay. Dann ist das vielleicht auch nur rein zufällig jetzt auf der gleichen Höhe wie dieser Wind hier. Und eigentlich laufen wir nur über eine unsichtbare Brücke. Ja. Eine Fuchsstatue. Oh, die bewegt sich. Hi. Bist du ein Mädchen? Das könnte sein, ja. Sie sieht ein bisschen gefangen aus, ne? Soll ich dich befreien? Was sind diese drei Steine? Sehen ein bisschen aus wie Silmaril, ne? Wo es gerade von Herr der Ringe haben. Nee, hatten wir ja gar nicht. Aber erinnert mich an Silmaril von Herr der Ringe auf jeden Fall. Aufgewacht, aufgewacht. Können wir da wieder rein? Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht probieren. Sonst muss ich diese ganze Traumkacke nochmal durchlaufen. Ja. Wir haben ja einen Schlüssel. Vielleicht können wir den jetzt im Heldengrab benutzen. Bestimmt sogar. Ja. Doch, doch, doch. Das wird gehen. Hi. So. Ja. Ich glaube, dass das Schwert auf dem Wegweiser einfach nur bedeutet, dass es im Heldengrab eine tolle Waffe zu finden gibt. Was bist du? Oh, der Beginn des Abenteuers. Hier steht jetzt auch alles auf Deutsch. Die Ostglocke läuten. Ostwald, Heldengrab, Hauptmann der Wache. Okay. Das ist dieser erzählerische Kniff, von dem ich erzählt habe. Das sind Spielanleitungen.
im Spiel. Die sammelt man und damit lernt man das Spiel. Die Westglocke läuten. Erinnert auch direkt ein bisschen an Dark Souls. Man muss quasi zwei Glocken läuten, damit es weitergeht. In einem fernen Land wurde ein großer Schatz auf ewig versiegelt. Ja, das haben wir gerade schon kennengelernt. Manche meinen, es sei die Macht, dem Tode zu trotzen. Geil. Der Spielbildschirm. Das bin ich. Ein Schatz. Lebenspunkte, Ausdauer, Magiepunkte. Alles tut mehr weh, wenn ich müde bin. Ah ja. Das macht quasi richtig Aua, wenn die Ausdauer leer ist. Okay, gut zu wissen. Fokusvorschau. Zaubertrank. Breitgestelltere Ausrüstung. Okay. Ja, ich find's Hammer. Schläge kosten gar keine Ausdauer. Hier gab es bestimmt mal eine Waffe in der Truhe. Die wurde uns aber entwendet. Immer erstmal durchs Gebüsch laufen. Es kann durchaus... Ja, ja, genau. Genau, Leute. Haha. Ja, ja. Oh. Ist das eine Kopfbedeckung? Das ist ein Verbrauchsgegenstand. Das möchte ich nicht unbedingt jetzt schon wegmachen. Ich kann es aber auch nicht abwählen. Oh. Doch. Ich weiß ja gar nicht, was diese Sachen machen. Also lieber nicht verschwenden erstmal. Ja, ist doch cool, dass wir direkt hier reingefunden haben. Mir kamen diese Bäume aber schon immer ein bisschen durchdringbar vor. Sagen wir es mal so. Und ja, gut, dass ich es ausprobiert habe. Wissen wir für die Zukunft, dass wir das öfter machen sollten, ne? Was bist du? Sieht aus wie ein Kompass. Hm. Norden, Süden, Osten, Westen. Hm. Hier unten gibt es Loot. Doch, es fühlt sich eigentlich schon ganz gut an. Aber wie gesagt, vielleicht jetzt nicht unbedingt das allerknackigste Kampf-Gameplay, aber gut genug. Oh. Reichtum. Okay. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Wir müssen diese Büsche mal wegmachen. Wir brauchen eine richtige Waffe dafür. Ostwald. Da war doch auch irgendwas. Ach genau, wir können übers Touchpad unsere Gebrauchsanweisung jetzt auch aufrufen. Hier, Ostwald ist eins der nächsten Ziele. Sehr gut. Dann gehen wir nach Ostwald. Aber unsere Waffe haben wir leider trotzdem nicht bekommen. Glockenturm. Steuerung wird erklärt. L1 Inventar, rumlaufen. R2 ist blocken, wenn wir ein Schild haben. Und R1 sind Verbrauchsgegenstände. Waffe kann man auf 3 Tasten legen und X ist der Interaktionsbutton. Gedrückt halten. Ach, dann rennen wir schneller. Kostet aber auch keine Ausdauer. Finde ich interessant. Also nur das Ausweichen kostet Ausdauer. Ich dachte erst, man kann vielleicht auch so eine Sprintattacke machen. Oh nein, Point of No Return. Hm.
Okay. Wir sind im Ostwald. Hoffentlich sind die Gegner hier nicht unbesiegbar. Oh nein, jetzt müssen wir uns wirklich so einem stellen. Die sind hart. Oh, die können schießen. Puh. Das sind keine leichten Gegner. Der stellt mir hier eine Frage. Wahrscheinlich kann ich da irgendwas reinwerfen. Wir haben ganz schön leben lassen müssen. Es gibt immerhin Friendly Fire. Krass. Das Ausweichen ist nicht so geil. Weil er rollt halt viel zu weit vom Gegner weg. Und aber ich muss ausweichen, weil man kann ihn nicht staggern. Ja, der greift irgendwann einfach an. Und wenn ich schlage statt ausweiche, dann werde ich getroffen. Da gibt es das Heldengrab. Ja, vielleicht sollten wir lieber erstmal dahin gehen. Also, das Ausweichen ist eher eine schlechte Fähigkeit, weil das nicht so effektiv ist. Man weicht zwar aus, kommt aber auch viel zu weit vom Gegner weg. Und ist dann nicht mehr in der Lage, einen Gegenangriff zu machen. Wir brauchen unbedingt ein Schild, sagen wir es mal so. Ein Bärchen, was kann das? Ich vermute mal heilen. Wir legen es mal auf Dreieck. Nein. Dreieck. Geht's hier noch weiter? Ja, durchaus. Ja, alles mal erkunden. Unterer Wald. Den unteren Wald kennen wir nicht. Scheint jetzt nicht unbedingt zur Hauptquest zu gehören. Was ist das? Das ist ein Haken. Kann man den irgendwie hochziehen? Oh, da ist eine fette Spinne. Aha, ich habe sie angegriffen. Jetzt greifen sie mich an. Nein. Nein, nein, nein. Ah, dagegen. Das sind sau viele. Nee, danke. Nee, du, lass mal. Da gehe ich garantiert so schnell nicht mehr hin. Nicht bevor ich ein gescheites Schwert habe. Was haben wir hier? Ja. Ziel erfasst. Ja, das wissen wir doch. Stell dich deinen Gegnern. Fokus und Ausweichen. Fokus und Blocken. Ja. Ausdauerpunkte. Verstehen. Ausdauerpunkte. Ausdauerpunkte 0. Du kannst immer angreifen, auch ohne Ausdauer. Augenblick der Sicherheit. Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit ist quasi. Achte auf die Staubwolke. Also man kann gezielt die Iframes benutzen. Interessant. Was bedeutet die Stabilität? Ist es meine Lebensenergie? Zusammenzucken, umgehauen. Stabilität 25% LP. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Na gut, das finden wir raus. Schön. Hat was Meditatives. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Treppe hoch oder hier lang. Ich gehe erstmal hier lang. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir schnell an eine neue Waffe kommen.
Aber warte mal, hier ist ja auch noch eine Möglichkeit. Wir können hier sogar noch reinlaufen. Guck mal da. Wachhaus. Okay. Ja, es war klar. Nee. Das geht nicht. Von unten hochklettern geht. Jetzt gucke ich mir doch erstmal die Leiter hier an. Wow. Oh, die sind krass. Geht mal weg da, ich will euch platt machen. Gehen die jetzt weg? Scheiß machen die. Gut. Ich muss mich mit euch nicht befassen. Ich kann auch gern ganz woanders hinlaufen. Und dann tue ich das auch. Ich will das Schwert haben. Vorher brauchen wir uns gar nicht mit größeren Gegnern anzulegen, fürchte ich. Den probieren wir mal zu umgehen. Ja, umgehen wird schwierig. Da ist nämlich noch einer. Jetzt hat er uns gesehen. Ja, ja. Genau. Nö. Einfach nö. Ich hatte eben den Fehler gemacht, X mit Viereck zu verwechseln. Deswegen habe ich statt angreifen eine Ausweichrolle gemacht, was natürlich nicht so gut funktioniert hat. Das Blöde ist, dass der zweite direkt dazukommt. Das müssen wir irgendwie unterbinden. So, dann komm mal her. Ein bisschen aufs Bewegungsmuster achten. Dann kann man den ganz gut in die Parade fahren. Da gehen wir erstmal nicht lang. Aber das werde ich tun müssen wahrscheinlich. Ja, hier kommen wir nicht durch. Okay. Der Kerl kann natürlich auch keine größeren Stufen erklimmen. Na gut. Probieren wir es mal. Ja genau, natürlich wieder direkt zwei. Oh. Die sind echt heftig. Ein oder zwei Treffer vertragen wir noch, dann wird's hart. Ich guck mal, was die Beere bringt. Heilung, okay, das ist gut zu wissen. Keinen Bock mit dem zu kämpfen. Wir müssen hier oben noch kämpfen. Ja, Mahlzeit. Die sind immerhin schön schwerfällig, die Typen. Ja, jetzt habe ich zumindest mal rausgefunden, wie man die besiegt. Jetzt haue ich dem anderen direkt auch noch auf die Ohren. Komm her. Ja. Anvisieren ist Trumpf, auf jeden Fall. Haben sie einem ja auch versucht, in der Beschreibung näher zu bringen. Spielt sich besser, auf jeden Fall. Und ja. So, hier geht's nicht runter. Ich gehe jede Wette ein, wir kriegen gleich unser Schwert.
Hier ist eine kleine Treppe, die führt hier runter. Okay. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ach so, nee, das ist eine Treppe, die hier hochführt. So muss man das verstehen. Aber irgendwie auch nirgendwo hinführt. Eine alte Steinruine. Können wir nicht viel mit anfangen. Okay. Da ist es. Es sieht total aus wie ein Zelda-Schwert, ne? Wie komme ich da hin? Ah. Okay. Geht's hier noch runter? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ist doch ein ganz feines Spielchen bis jetzt. Das kann man gut wegspielen. Könnte ich mir durchaus vor... Also, ich werde es auf jeden Fall spielen. Vielleicht on-cam, vielleicht off-cam in Zukunft. Schauen wir mal. Ja, unbedingt Schwert mitnehmen. A Sword Trophy freigeschaltet. Okay. Ja, ich wusste, dass man damit die kleinen Bäumchen abholzen kann. Das ist schon cool. Es vibriert auch so lustig auf dem Controller. Okay. Dann holen wir uns die Kiste da oben. Vielleicht ist da ein bisschen Heilung drin. Ah, das ist aber nett, dass die Sachen zu mir geflogen kommen. Die wären nämlich jetzt alle verloren gewesen. Das wäre schon ein bisschen unfair. So, dann können wir jetzt hier durch. Mhm. Mehr ist hier nicht, ne? Ja, man könnte hier noch mal ein bisschen weiterschauen. Ah, okay, ja. Aha. Okay. Cool. Absolut cool. Wie kommen wir auf die Mauer da oben? Muss irgendwo... Ach so, klar. Von hier aus. Dann schauen wir mal, ob wir diese zwei Dudes besiegen können. Das Schwert ist mächtig, Leute. Das Schwert ist richtig mächtig. Das macht locker doppelt so viel Damage wie der Stock. Cool. 40 Stück. Das war mal eine geheime Kiste, die sich gelohnt hat. Der hat, glaube ich, gerade Critical Damage bekommen, als wir ihn von hinten attackiert haben.
Da geht's nicht rein. Vielleicht können wir direkt die erste Glocke aktivieren. Ich mag, wie diese mechanischen Apparaturen funktionieren. Ist geil, oder? Dank der Musik hat es durchaus was Meditatives, aber es steht dann doch in einem starken Kontrast zu den kniffligen Kämpfen, die wir zwischendurch ausfechten müssen. Wachhaus. Da war irgendwas, ne? Wachhaus? Hauptmann der Wache, okay. Altes Haus, nee. Das Wachhaus gab es nicht als Angabe auf unserer Questliste. Oh, da komme ich nicht hin, okay. Dann muss ich den Hebel hier erstmal drehen. Was tut der? Er hat eine Leiter ausgefahren, sehr schön. Oh, was bist du? Sieht aus wie eine Eierschale. Kann jetzt nicht genau sehen, was es gebracht hat. Doch, da oben steht was von 1 von 3. Könnte mir vorstellen, dass es dann unsere Lebensenergie verbessert, wenn wir 3 Stück davon haben. Der Hauptmann der Wache. Sollen wir es direkt wagen oder? Wir haben keine Heilung. Nee. Nee, ich glaube, der ist krass. Nee. Aber in der Folge machen wir den noch. Also probieren wir ihn zumindest noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lasst mich hier erstmal noch ein bisschen üben. Die haben dem Schwert gar nichts entgegenzusetzen. Die auch nicht. Das sind keine Gegner mehr für uns. Jetzt hätte er mich fast noch erwischt. Es ist, wie gesagt, ein Tick zu unknackig. Deswegen habe ich den jetzt auch verfehlt. Ah, was bist du? Ein Heiltrank. Auf R1 gelegt. Ja, einfach ein Heiltrank. Ich dachte, dass wir uns nur mit diesen Beeren heilen können, aber es gibt scheinbar so eine Art Estus. Gut zu wissen. Ja, jetzt könnten wir es nochmal wagen. Gegen den Boss. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier sowas wie einen Heiltrank finden. Ich fühle mich aber dadurch jetzt ein bisschen fähiger. Komm, wir wagen es mal. Ich weiß aber nicht, wo wir dann rauskommen, ne? Hier ist auch noch ein Ausgang. Ja. Nein, ich habe den Wegweiser kaputt gemacht. Jetzt weiß ich nicht, was da auf dem Schild stand. Echt viele von denen hier. Wir sind wieder am Brunnen. Man kann nichts machen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie eine Map gibt. Guck mal, wir haben Seite 10, 11, 12, 13, 14, 15. Interessant. Sehr gut. Ja, ein Shortcut. Das ist gut. Jetzt können wir es mit dem
Hauptmann mal aufnehmen. Nö, nö. Ich find's so geil, dass die sich gegenseitig Damage machen können. Das ist ja auch nur recht so. Mal ganz ehrlich. Wie oft ist es in Souls-Games nicht möglich, dass Feinde sich gegenseitig Schaden zufügen können? Eigentlich immer. Und hier ist es endlich mal Programm, dass es geht, ja. Finde ich gut. So, Hauptmann der Wache. Zeig mal, was du drauf hast. Der hat auf jeden Fall viel Leben. Okay, den Hebel kann ich nicht ziehen, weil, also ich werde angegriffen, während ich das versuche. Nein. Boah. Haha. Besiegt. Der war nicht so ganz einfach, weil er einen ein paar Mal mit einem Zweierangriff überrascht hat. Und er konnte sehr, sehr schnell, wenn er wollte, die Distanz zurücklegen und dann bei mir sein. Aber ja, gut, dass wir uns heilen konnten, ganz ehrlich. Vorhin hätten wir den nicht besiegt. Und wir können uns zweimal heilen jetzt. Sehr cool. Also man sammelt tatsächlich Zelda-mäßig Flaschen. In dem Fall Flaschen mit Heilung sogar drin schon. Und ist dann halt einfach stärker in seinem Durchhaltevermögen. Das ist ein cooles Spiel. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist in meinen Augen der beste Zelda-Klon seit langem. Wenn man auf Top-Down 2D Origami Zelda-like steht, auf jeden Fall. Komm, wir heilen uns mal. Er trinkt dann auch relativ flott. Finde ich gut. Gibt keine Animation, wenn man aus einer leeren Flasche trinken möchte. Leider. Fände ich jetzt noch ganz witzig. So wie bei Dark Souls, wo er trinken will und dann ist die Flasche leer und er ist enttäuscht. Metallfässer. Die kann man bestimmt mit einer... Ach nee. Einfach nur feste drauf, dann gehen sie kaputt. Okay. Sind leider leer. Ja. Die Animation von dem Fuchs ist auch cool. Oh Gott, es ist dunkel. Wo komme ich jetzt raus? Oh. Die Glocke. Also es sind tatsächlich... Nicht Stimmgabeln, sondern Glocken. Läuten. Ja, bitte. Schlagen. Ding. Trophy freigeschaltet. Rang the Eastern Bell. Ja, wir haben es geschafft. Die Ostglocke haben wir geläutet. Und nun? Noch ordentlich Loot eingesammelt. Und wir haben eine Abkürzung geschaffen mit dem Seil. Sehr, sehr geil. Bockt. Das bockt schon richtig, muss ich sagen.
Von da oben bin ich gekommen, ne? Ja. Kann ich an der Statue was machen? Nee. Okay. Genau, hier waren wir vorhin schon. Jetzt mit Schwert. Wir kommen jetzt quasi wieder zurück. Und in dem Tempel gab es ja jetzt, glaube ich, auch keine neuen Wege, sondern das waren die alten Wege, die wir vorher schon gehen konnten, wo es dann die Leiter darunter ging. Dann holen wir uns doch mal die Buchseite da oben. Genau. Hoppala. Ja, bitte. Ah, die Oberwelt. Ja, es gibt eine Map, Leute. Geil. Okay, die Westglocke läuten ist die nächste Aufgabe. Hammer. Ganz schön groß, das Spiel, muss man sagen. Die Oberwelt. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Art Unterwelt. Seite 28. Okay. Haben wir freigespielt. Stark. Wir sind so kampfstark mit dem Schwert. Das ist echt ein Riesenunterschied zu dem Stöckchen. Ja, und Leuchtfeuer wäre nicht schlecht. Damit wir unsere Heiltränke wieder aufbessern können. Und es stellt sich wirklich jetzt dieses klassische Souls-Feeling ein. Will ich mich weiter umschauen in der noch unbekannten Region? Oder laufe ich zurück, habe ein bisschen zu viel Angst und geh mich heilen, dafür sind halt alle Gegner wieder da. Es ist einfach das Classic Feeling, was wir alle so gerne haben bei dieser Art von Spielen. Also, wer zusätzliches Futter mit diesem Gameplay braucht, der wird bei Tunic auf jeden Fall in gewisser Weise fündig. Auf jeden Fall. Ja. Es bockt, es macht richtig Spaß, sich hier zu bewegen. Die Gegner sind eine gewisse Herausforderung. Sobald man das Schwert hat, erstmal nicht mehr. Wer weiß, was jetzt noch über den Weg läuft. Es ist nicht zu leicht, das muss ich auch dazu sagen. Also es ist schon knackig genug. Die Kiste haben wir schon gefunden. Da ist noch eine. Da komme ich so leicht nicht dran. Und Erkundung wird belohnt, auf jeden Fall. Ne? Also immer schön umschauen. Das lohnt sich sehr. Schauen wir doch mal auf die Karte. Finde ich auch schön, dass dann direkt die Karte aufgerufen wird, sobald man jetzt das Touchpad drückt. Ich weiß leider nicht genau, wo ich bin. Aber wir waren ja im Osten. Genau, wir sind im Ostwald. Da bin ich doch. Ich sehe mich doch. Ne, das kleine Fuchssymbol. Leider nur eine kleine unauffällige Markierung in Form eines Fuchssymbols. Altes Haus. Da ist eine Markierung drauf. Kann es sein, dass er auf der Map mit dem Stift so kleine Markierungen einbaut. Guck mal, ich kann sogar mit den Schultertasten blättern. Seite 29 haben wir auch schon. Kanalisation. Das ist auch ein Teil der Map. Es gibt Geschütze. Will etwas schützen, aber was? Umkreise ihn und benutze den Schild. Eine Art Schleim, der dir ständig zu nahe kommen will. Betäube ihn durch Blocken. Den sogenannten Schlorm. Okay. Naja. Den Schlorm werden wir in Zukunft kennenlernen. Den haben wir noch nicht gesehen. Wir waren ja noch nicht in der Kanalisation drin. Ja, er schlägt dann manchmal am Gegner vorbei. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Und zur Not lieber doch einen Schlag weniger anbringen. Und sich dann neu formieren. Wo kommen wir denn jetzt? Kommen wir denn jetzt weiter? Ja, ich gehe nochmal die Stufen hier hoch. Wir können uns ja auch in dieser Festung speichern. Heilen, meine ich. Hier im Tempel. Im Heldengrab. Genau, das ist das Heldengrab. Nee, der Glockenturm. Das Heldengrab hatten wir ja weiter vorne gefunden. Da haben wir uns das Schwert geholt. Wir können jetzt nochmal schauen. Schauen halt doch nochmal hier unten rein. Ach genau, Point of No Return war das. Na gut,
Aber genau das habe ich ja gesucht. Einen Speicherpunkt. Wie gefällt euch Tunic bis jetzt? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick, dieses kleine Angespielt in Tunic, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Und vielleicht auch on-cam. Was sagt ihr? Lasst mich gerne wissen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.